Moin moin liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück hier zu Icarus. Jawohl, ich habe einen Kommentar bekommen und zwar vom Deadpool. Hallo Strider, würde auf Explosionmunition setzen. Umbaubank für Visier und Chemiebank kommst dem vergifteten Werkzeug näher. Chemiebank, alles klar. Umbaubank, ja, die wollte ich schon vor Ewigkeiten bauen. Ne? Ich komme einfach ich komme hier nicht vorwärts. Das ist Hammer. Wie viel Zeit das Spiel echt in Anspruch nimmt, das ist Wahnsinn. Dankeschön. Und dann habe ich ja noch gesehen, Deadpool, du hast mir ja im Discord nochmal ein Bild geschickt von deiner Windkraftanlagenturm. War eine sehr nette Idee, sieht toll aus und hat mich auch tatsächlich auf weitere Ideen gebracht. Aber da muss ich noch gucken, wie ich das denn alles umbaue, wie das denn gestalte und wie das mache. Also machen wir hier erstmal weiter. Erstmal einen Punkt verteilen. Wo bist du denn? Was mache ich denn hier? Da nochmal Holz. Was haben wir hier? Ah, erhöht den Schusswaffenprojektilschaden. Ja, na klar, ja. Nimm wir. Alles klar. Okay, haben wir hier noch was? Ah ja, guck mal da. Das Schleiß von Schusswaffen und dann wollte ich hier Chance, keine Munition zu verbrauchen. Das ist auch toll, ne? Das ist auch so toll. Okay, wir haben wieder 3 Punkte. Umbaubank. Ja, ich mache jetzt die Umbaubank endlich, okay? Oder die Chemiebank? Das mache ich. Das ist auch noch nicht so richtig. Ich wollte aber auch noch die Mission machen. Genau, weil... Doch, dann machen wir jetzt die Chemiebank, damit wir hier die infektiösen Teile dann vielleicht machen können. Ah, Chemiebank. Echt, mit der Chemiebank? Da kommen wir den Sachen näher. Ah, Kompositfasern. Okay. Ja, wir haben zu tun. Ja, wir haben zu tun. So, worauf war ich eigentlich hier drauf am Arbeiten? Da brauchte ich diese... Ah ja, genau, darauf war ich am Arbeiten. Genau, mit den 60 Platinen, ne? Da brauchte ich ja jede Menge Kupfer. Mit den 60 Platinen. Genau, das war nämlich hier. So, 60 Stück. Da braucht man noch 120 von denen, 120 von denen, aber sehr viel Kupfer. Oh Mann, lass uns mal rüber gucken. Rüberspickeln, ob da schon was gemacht wurde. Halt! Bevor ich das jetzt hier vergesse. Und zwar... Bevor ich das jetzt hier vergesse. Ich hab's schon voll vergessen. Ja, ich bin durch den Türrahmen gelaufen, ne? Da vergisst man das immer sehr schnell. Alter, scheiße, was wollte ich jetzt machen? Hä? Ich hab's gerade noch im Kopf gehabt. Und dann bin ich durch den Türrahmen gelaufen. Wusch weg. Ja, jetzt. Hier, diese Palisaden. Holz und Nägel. Gib mir mal Holz. Oh, wo hast du schon wieder mein ganzes Holz versteckt? Kann doch nicht sein, oder? Nom, 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 nom. Okay. Okay, holen wir noch mal kurz eine Geschichte Holz. Eieieiei. Bam. Bam. Aber finde ich auch toll. Von dir, Deadpool. Finde ich richtig klasse, dass du mir echt über das Discord, über unseren Discord mir ein Foto überlassen hast. Von deiner Konstruktion. Das hat mir natürlich auch wieder so Einblicke gegeben. Finde ich schön. Ich mag jetzt auch Konstruktionen von anderen Spielern zu sehen. Und tatsächlich das ein oder andere, das kann man nämlich auch manchmal gut übernehmen dann, ne? Oder vielleicht nochmal ein bisschen auf seine Art nochmal anders machen. So wie ich jetzt sage, mit seiner Windkraftanlagenturm. Zum Beispiel, er hat einen Turm gebaut. Wunderschön, war sehr effektiv. Da habe ich mir gedacht, okay, da könnte ich vielleicht noch das und das dazu bauen. Und
aus Effektivität, die natürlich bleibt, kommt noch ein bisschen mein Stil noch mit dazu. Finde ich super. Ich bin gespannt, wann ich es mache, wann ich es in Angriff nehme. Aber das ist ja hier Stück für Stück, ne? Mache ich hier kurz ein bisschen Bäume fällen. Tja. Und dann müssen wir mal gucken, dass ich den Materialverarbeiter einfach mal mache. Damit ich da jetzt auch mal dann vorwärts komme. Ja, so Stück für Stück. Aber das sind jetzt natürlich so Endgaming-Produkte, die ich da jetzt bauen möchte. Dass die natürlich ein bisschen... Ah, scheiße, ich sterbe. Boah. Alter. Wieso kann ich mich nicht... Lasse dich wiederbeleben? Oder verliere einen Teil deiner... Scheiße. Da bin ich abgerutscht. Ja, das hatte es jetzt ja mal voll in sich. Schön, so kommt man natürlich auch schnell nach Hause. Gut. Erfahrungspunkte. Alles klar. Herzlich willkommen in meinem Haus. Ich lade dich zu mir ein. Ich komme hier nicht mehr raus. Oh ja. Oh Mann. Wie gut, dass ich jetzt Benti nicht dabei hatte. Sonst hätte ich nämlich ein paar Schläge im Nacken gekriegt, ey. Es hätte mich wieder einiges gekostet. Und das wäre Aua geworden. So, machen wir mal 5 Stück. Och, Seile brauche ich ja auch noch. Nein. So viel Seile willst du haben? Das ist aber nicht nett. Und er braucht eine Weile. Er braucht auch Seile. Ja, herzlichen Glückwunsch. Mache ich das schon mal in die Warteliste. Wahnsinn. Ach so. Apropos. Warte mal. Erstmal das wieder reinpacken. Apropos. Ich wollte da hinten das Weizen neu machen. Weil das hier... wächst ja nicht mehr so wirklich. Wenn und wieder muss man das irgendwie einfach mal neu machen. So, noch ein paar liebe Karottchen für den lieben Benti. Ich brauche mal mehr Weizensaat. Komm mal her. Oh, Weizensaat, wo bist du jetzt? Wo bist du jetzt? Wo hast du dich jetzt versteckt? Da bist du. Guck mal, die wachsen nämlich gar nicht mehr, ne? So, machen wir mal hier. Komplett neues Weizen rein. Also werden wir nämlich nie wieder was von Mehl mit haben, ne? So, das da einmal rein. Dann machen wir hier einmal Mehl. Guck mal, ich habe noch 67 Mehl. Könnte ich daraus wieder was machen? Ich will mal den Kühlschrank kurz rüberpacken. Ich habe keinen Bock mehr hier rüber zu laufen. So, Kühlschrank. Du kommst jetzt mal da rein. Zack, zack. Genau, Shepherd's Pie stapelt sich nicht, weil der... Ja, warte. Können wir nochmal so machen. So, und dann stapelt der sich auch. Okay, das ist irgendwie verrottetes Zeug. Na, 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 na. Was haben wir denn hier? Wir haben hier... Das habe ich noch. Ich könnte mal ein paar Muffins gebrauchen, ne?
Da brauchen wir ein bisschen Brotteig. Wir brauchen hier auch Wasser. Machen wir das einfach mal so. Oh. Da hatte ich jetzt einen kleinen Hänger. Ah, ja, komm her. Ach komm, ich mache mit dem Messer platt. So. Stirb, du Hund. Wuff, wuff. So, jetzt aber. Manchmal laufe ich auch einfach ein bisschen zu schnell, ne? Aber nur manchmal. Brotteig. So, 13 Stück. Ja, machen wir mal 13 Brotteige. Okay, das ist eine Ansage. Dann packe ich mal das Fleisch hier wieder rein. Aber gut Fleisch, ne? Gut Fleisch. Aber gut Fleisch. Ich glaube, naja. Komm mal her, ich muss mal das mal irgendwie ausrangieren. Hier in den Kruschelhaufen da rein. Ach, Bendy, du kriegst noch ein paar Karotten von mir. Genau, du ernährst dich momentan von Karotten. Das ist in Ordnung. Karotten darf ich ihm geben. Das wurde mir erlaubt. Habe ich mir jetzt einfach mal so erlaubt. So, okay, wir brauchen noch mal da. Das, das und das. Wir brauchen 5 Stück. Oh, passt sogar, ne? Wunderbar. Klasse. Entschuldigung. Ah, mein Mikrofon wollte sich gerade nicht nutzen. Na, so schnell war ich nicht. Das tut mir fürchterlich, fürchterlich leid. Bin nämlich immer noch ein bisschen krank. Eieiei. Panikknopf war auch hier, ne? Nee, alles gut. Alles gut. Okay. Können wir eigentlich schon... ...50% Windwiderstand. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was gucken. Und zwar Rang 3. Beton gibt es an sich nicht mehr, ne? Weil ich kenne ja noch diese Betonbauten. Warte mal, war das da vielleicht? Nee, das wurde umgetauscht, ne? Weil ich kannte früher halt hier das Stroh, das Holz, das Stein, Beton und Aluminium. Ja, und diese Innenbauten hier halt. Und jetzt haben sie es hier... Ja, ich glaube, das ist dieses Beton, haben sie einfach nur umgeändert, ne? Das ist Steingebäude. Das ist dann die andere Art von Stein. Also müsste dann hier bei Rang 3... stärkste sein, ne? Was im Widerstand gegen Unwetter ist, ne? Okay. Gefunden. Basel. Beton. Hier. Gebäudestufe 8. Genau. ...100% Widerstand gegen fallende Bäume. Hm, schön. Temperaturisolierung. Was ist das hier? 50% Windwiderstand hat er noch zusätzlich drin. Und der hat ja auch nochmal Windwiderstand. Was ist jetzt wirklich besser? Ist jetzt Beton besser oder ist das da unten besser? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ich glaube, für mein Türmchen wäre Beton gut. Also für meine Windkraftanlage. Da sieht, glaube ich, Beton ganz gut aus. Aluminium mag ich nicht.
Muss ich ganz ehrlich sagen, mag ich nicht. Stahlgitter. Okay. So, und da brauche ich ja diese Betonmischungen dann für. Stahlschrauben und Armierungsstahl. Das nennt sich jetzt Armierungsstahl. Okay, warte mal, ich habe irgendwo noch Stahlbarren. Hier aber nicht. Haben wir sie da reingepackt wieder? Jo. Machen wir mal aus dem Zeug Armierungsstahl. So. Jetzt haben wir zumindest mal das schon fertig. Das heißt, bei der nächsten Mission, die ich dann angehen kann. Oh. Kann ich dann tatsächlich 10. Oh, wunderbar. 10. Ja, dann machen wir uns das mal fertig. Kann man die auch salzen? Warte mal. Ja, Brotteig wird gepökelt. 100% Dauer bis zum Verderben. Ja. Okay. 100% Dauer bis zum Verderben. Okay, alles klar. Ah, schön, ne, dass es hier so viele Sachen gibt. Mein Obstkuchen. Und jetzt holen wir mal Kupfer. Ist ja schon da drüben. Ich glaube, ich werde jetzt gucken, dass ich nochmal Massenfundamente bauen kann. Und dann da hinten vielleicht so meinen Windkraftanlagenturm hochbaue. Dann muss ich nicht so in die Breite gehen, ne? Warum macht der nichts? Oh ne, muss ich jetzt beim jedem Einloggen das Ding anschalten? Das wäre jetzt aber richtig doof. Der hätte schon längst hier fertig sein sollen. Okay, da muss ich drauf achten, ne? Okay, da muss ich echt drauf achten. Das ist ja doof. Wir könnten aber eigentlich... Warte mal. Das wird auf jeden Fall mal zerstört. Das mal mitnehmen. Weißt du, weil ich da hinten auch schmelze. Und dann habe ich keinen Platz mehr. Weißt du, dann muss ich nicht ganz so oft hin und her laufen. Jawohl. Komm hoch. Oh, da muss ich nochmal eine jede Menge. Ah, hier wollte ich noch den Fußboden abändern. Und noch Licht reinbringen, genau. Das wollte ich auch noch. Jetzt bin ich aber noch am Überlegen. Es kommt ja schon noch das ein oder andere hier mit rein. Da werde ich wahrscheinlich. So. Genau, dann holen wir mal einen Bogen. Alter, ich habe heute voll die Fahrradplan. Holen wir mal einen Boden. Den haben wir nämlich hier drin. Du Eierkopf, du. So, bin ich jetzt hier richtig? Ich bin hier richtig. Ja, so einen Mörser muss ich noch mitnehmen, ne? Den brauche ich auch ganz oft da hinten wegen Epoxid. Ah, können wir zufällig noch einen bauen? Guck mal, Silizium und Stein. Guck mal, Silizium, Stein. Dann bauen wir nämlich noch einen Mörser. Ich weiß, der wird nachher umgetauscht in diesen Materialverarbeiter. So. Das da rein, das da rein.
Leder kurz da rein. Eisenpfeile zerstören. So. Mhm. So, alles klar. Nehmen wir den Fabrikator gleich mit. So, dann wollen wir alles mitnehmen. Können wir noch überlegen, was brauche ich noch da drüben? Den nicht mehr. Der Amboss. Naja, der Amboss ja eigentlich auch nicht mehr, ne? Weil ich ja dann die Gießerei habe. Und die erstmal angeschlossen ist. Aber ich glaube, ich werde trotzdem die alten Teile mit aufbauen. Einfach so aus Verschönerung. Ja. Spring drauf, du. Also manchmal hast du hier echt kein Sprungfleisch mehr, ne? Ich pack den jetzt auch erstmal hier mit hin. Und dann brauche ich echt mal Licht. Licht wäre nicht schlecht. Ah, guck mal, allein schon der Fußboden macht es irgendwie ein bisschen heller, ne? Also es ist jetzt nicht wirklich heller, aber es macht irgendwie lockerer. Allein der Fußboden. Ich liebe diesen Fußboden. Der ist cool. Und dann davor, da oben noch, dann schön mit Glasscheiben, ne? Das ist cool, ja. Das ist richtig cool. Da oben muss ich noch gucken, wie ich dann... Ich glaube, ich werde hier so eine Treppe aufwärts machen, weil ich eigentlich noch ein zweites Stockwerk brauche, wo dann unten die großen Maschinen sind. Und dann oben vielleicht dann sowas wie hier, ne? So, Aluminium da rein, Titanblöcke da rein. Das da rein, das da rein, das, das, das. Ne, warte mal. So, so. Wie weit sind wir? Bei 500? Okay. Guck mal, der macht schon recht schnell, ne? Ah, der hat leider... Nicht genug Kupfer haben wir gehabt. Mhm. So, mein Mörser. Den werde ich mal dahin packen. Genau, und da werde ich den Epoxid und den ganzen Kram hierher holen. Und dann werden wir weiter gucken. Boah, ja, weiter gucken. Schick, schick. So. Zack, zack. Erstmal die Böden verteilen. Genau, die Glaswände. Also ich wüsste, wie ich da oben baue, damit die Glaswände nicht verstärkt sein müssen, ne, damit die nicht kaputt gehen. Aber ich muss die einfach anschließen an der Wasserpumpe. Aber dazu brauche ich halt eigentlich auch einfach die, ja, Wasserpumpe und Strom. Vor allem Strom. Aber es ist gut. Ist ganz gut. Chemiebank ist ja jetzt eigentlich drüben. Wie ist das jetzt hier? Können wir da alles nehmen? Ja, können wir alles nehmen. Bringe ich den auch mal rüber. Also dann ziehe ich mit dem Zeug hier schon mal aus. Und dann soll die tatsächlich diesen Windkraftanlagen-Turm bauen, um dann einfach dort...
Ja, und dann einfach dort. So, wie sieht's denn hier aus? 60 Platinen. Ja, da fehlt noch mal. Gut, dann könnte ich ja noch mal gucken nach einer Höhle oder so und dann einfach noch mal Kupfer besorgen. Beschaffen. Und dann wird es auch funktionieren. Weil das und das, das hätte ich. Das können wir eigentlich auch noch mal hierher holen, ne? Epoxid und diesen Harz-Dings der Bims. So. Machen wir mal das da, das da. Gemahlener Knochenmehl. Nehmen wir das noch mit. Baumharz. Ah. Ja, den Rest lasse ich jetzt einfach erstmal hier, ne? Warum ist da eigentlich ein Weizen drin? Weiß gar nicht, warum hier Weizen drin ist. Oh. Oh, da ist, der Garten ist schon fertig. Moment. Oh, holla, die Waldfee. So, Junge, sprint und spring und jetzt, jawohl. Ja, du bist super. Du hast es geschafft. Zum allerersten Mal. Auf dieser Insel bist du gelandet. Schon wieder alle gewachsen. Wow, 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 wie schnell ihr manchmal seid, ne? Zack. Das da rein. Mensch. Das da oben rein. Das da rein. Machen wir das da rein und die Karotten damit rein. Das können wir in Seile umwandeln lassen. Jo, alles klar. Gut, fertig für heute. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.